Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich treffe mich heute mit Ron Bielecki. Der ist ja wieder zurück im Fitness-Game oder auch nicht. 4 Wochen hat er Sober Oktober durchgezogen. Kein Alkohol, keine Zigaretten, 5 bis 6 Mal Training pro Woche, Diät halten, Sauna, richtiges Entgiften quasi, nachdem man ihn ja eigentlich nur dafür kennt, dass er der Alkoholfuzzi ist, der mal Scheiße baut. Und ob das alles gut geklappt hat und vor einiges weitergeht, das werden wir jetzt sehen. Also viel Spaß mit dem Video. Ich habe angerufen und gesagt, Ron, wie sieht's denn aus? Hast du Bock, wollen wir was machen? Endlich kann ich mit dir mal wieder Content machen, wenn du jetzt im Fitness-Game bist. Es ist 13.55 Uhr. Der ist auf jeden Fall noch nicht da. Mal sehen, ob er pünktlich ist. Ist Ron schon da? Ron Bielecki noch nicht da? Ja, Mann. Ron, ich bin auf dem Laufband. Ah, okay, alles klar. Kommst du gleich? Ja, ja, wir sind gleich da. Okay, ist 14 Uhr, alles klar, bis gleich. Dass du ihn auch noch mit Rocker eingespeichert hast. Ja, ja. Na? So, da ist er 1/2 Stunde zu spät, aber besser zu spät als gar nicht. Musst du dich noch irgendwie aufwärmen? Du bist oder? Zu früh, Mann. Ich bin nicht zu spät. Aufwärmen? Nö, ich bin warm. Aber du siehst auf jeden Fall gesund aus, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, das ist das schon mal gut, oder? Und wo ich ein bisschen neidisch bin, ist sein Schwanz. Sein Pferdeschwanz, wohlgemerkt. Nice Schwanz, Bro. Danke, Bro. Nice Schwanz, Bro. Die wachsen bei mir nicht mehr so geil. Ich finde lange Haare immer sehr cool. Würde da was wachsen, wenn es wachsen lässt? Nein, nur noch vereinzelt dünne Härchen. Das Ding ist durch. Ich habe ihn angeboten, meine Arschhaare zu nehmen, aber 20 Kilo auf die Hantel bitte, dann sind wir bei 60 Kilo. 20 auf die Hantel, ja? Ja. Sind wir dann bei 60 Kilo, sagst du? Dann fehlen nur noch 100. Ron hat eine Ansage gemacht, 160 Kilo will er heute drücken. Hat er noch nie gedrückt, wird er auch heute nicht tun. Es sei denn, überrascht mich. Oh. Wie eine Dampflok, oder? Immer die gleiche Technik und versuchen jede Wiederholung gleich schnell zu machen. Die werden dann automatisch langsamer, wenn das Gewicht höher wird. Also macht ja Sinn. Schnell mit Kraft und Power. Sind wir alle bereit? Nee, es ist mehr so ein Nee, wenn du drückst, machst du. Wenn du drückst, musst du machen. Okay. Gehen wir gleich auf 100, Ron? Also ich wäre ready. Du wärst schon ready. Ich glaube, ich muss noch 1, 2 machen. Ja, denkt dran, supportet euch gegenseitig, Leute. Ron, nimmst du noch Supplements eigentlich? Gerade nicht, nee. Gar nichts? Nee. Das Einzige, was ich... Dr. Oetker hat diesen Legendenpudding. Ich meine Supplements, Dicker. Kein Vitamin D3, K2, Omega-3? Nee, ich bumse halt viel. Okay, aber Protein-Powder oder was machst du? Nee. Ron macht nochmal die 60 Kilo. Es gab Zeiten, hat er sich einfach bei 120 unter die Hand gelegt und gedrückt. Ja, vielleicht kriegen wir die 120 heute auch. Machen wir 130 für mich bitte. Sag mal, Ron, wie alt bist du eigentlich mittlerweile? 23, 24? 24, ja. Und du? 25, 42, oder? Ich muss einmal umdrehen, 42. Und fühlst du dich noch wie 24? Manchmal wie 16, manchmal aber auch wie 80. Ja, also unterschiedlich. Ja, total. Ja, ich fühle mich gerade wieder wie 18. Habe mich auch zeitweise gefühlt wie 42. Habt ihr eigentlich Blutwerte oder irgendwas genommen vor der Challenge und danach? Tatsächlich wollte ich das machen, aber irgendwie waren die Leute zu voll zu organisieren. Ach so, aber alleine organisieren kann man nicht, da hat man seine Leute für, ich verstehe. Nee, eigentlich war meine Idee, dass wir zum Sober Oktober alles so einmal auf so ein Check-up machen. Ganz genau, das wäre cool gewesen, kannst du immer noch machen. Weil hätte man wahrscheinlich gesehen, wie gut sich deine Leber wieder erholt von den ganzen Gesaufe. Von meiner Leber ging es nicht schlecht, oder? Da kann man sich drüber streiten. So, Ron, hebst du den alten Mann mal mit raus? Obwohl, brauchst du bei 130 brauchst du noch nicht. Naja, ja? Sicher ist sicher. Ne? Sicher, ihr Wichser. Eins, zwei, drei, vier. Mal ein bisschen mehr Kontrolle bei uns lassen, ne? Komm mal. 5, 8. Prima, reicht doch aus. Musst du nicht alles Pulver schießen, oder? Oh, ja, war gut. Ich muss irgendwie sagen, war gut, ja. Aber irgendwie, sage ich dir ganz ehrlich, es war gut. Wie sind ich muss mal sagen, dass es gut war. Ja. Ich bin auf Pump. Und, war's gut? Ja. Sieht man, dass ich einen 43er Oberarm habe? Nö, aber sieht dick aus auf jeden Fall. Ja. Trackst du Kalorien oder machst du es nach Gefühl? Nee, auf Kalorien tracken scheiße ich wieder. Das haben wir den ganzen Oktober gemacht. Ah, okay, krass. Wie hast du so gegessen? Ich glaube, jetzt 2200 am Anfang und irgendwann waren wir auf 1800. Boah, alter Falter. Wie viel Gewicht hast du verloren? Tatsächlich nur 3 Kilo. Also wahrscheinlich. Aber die Form hat sich deutlich verändert. Body Recompositioning, Leute. Er hatte ja mal mehr Muskeln, die sind schnell wieder zurückgekommen. Body Recompositioning, Freunde. Ron, ich will jetzt 7 Wiederholungen machen mit 150 Kilo. Habe ich die letzten Mal auch gemacht. Ja, dann bist du mit dabei, ne? Ja, machen wir das doch. Dann helfe ich dir doch mal. Ich hoffe, ich brauche deine Hilfe nicht. Warte mal, hier fehlt aber noch eine Scheibe. Das ist so, oder? Ja, zieh da auf. Ja, das hätte doch dein Job gewesen eigentlich. Okay, Fokus, Mann. Das ist mein allererster Arbeitssatz, nachdem ich schon fast eine Stunde im Gym bin. Ron Bielecki, vielen Dank. Heb mit raus. Ganz sanft, okay, ganz sanft. 1, 2, 3.
bin da. Oh, viel schwerer, als ich hoffte. Wie sahen denn die 8 Wiederholungen mit 100 Grad aus? 10 hätte ich geschafft, oder? Ich würde sagen, geh auf 110 und mach schön 6 bis 8 Wiederholungen. Genau so machen wir das. Das ist vernünftig. Machen wir doch mal vernünftig. Ich bin echt froh, Ron, du bist jetzt resozialisiert. Ja. Ohne Scheiß. Und ich bin so gespannt, wie lange das anhält. Ey, ich fühle mich beim Fitnessstudio so, wie so, glaube ich, kann man vergleichen mit so, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Und eins. Jawohl. Zwei. Schön richtig. Drei. Komm mal. Vier. Push. Und there you go. Fünf. Durch die Scheiße, komm. War das eine gute Idee, auf 110 Kilo zu gehen? Hätte ich mal direkt 120 gemacht, oder? Hättest du keine Kraft verschenkt. Bullshit. Was ist denn dein Trainingsziel aktuell? Gar nichts. Einfach ein bisschen Pupi-Pumpi. Ja. Und wie oft trainierst du die Woche gerade? Montag bis Freitag, jeden Tag. Jeden Tag? Donnerstag manchmal Pause, wenn ich mich zu scheiße fühle, aber eigentlich jeden Tag. Was, nur wieder nur Brust-Bizeps oder machst du jetzt auch mal ein bisschen Beine und Rücken und so? Doch, Beine mache ich auch. Und dann Dreier-Split oder? Beine mache ich meistens donnerstags. Donnerstags manchmal Pause. Welches Split? Hast du besonders Split oder machst du einfach nur nach Gefühl? Ich mache Brust, Rücken. An einem Tag? Ja, genau. Also an einem Tag nur Brust, so. An einem Tag, nee, sorry, Brust, Schulter, Rücken. Also Push, wie wir heute machen. Genau. Ja. Rücken einzeln. Beine, Waden. Mhm. Dann Pause und Bizeps, dann... Bizeps, Trizeps und meistens noch so ein... Auch so ein Bauchtag. Okay, also und dann auch noch mal ein bisschen Brust, je nachdem. So ein bisschen random. Das Ding ist, er weiß ja, wie es funktioniert. Er macht das ja nur schon ewig und er hat halt auch Talent. Polska Genetics, ne? Mein Ziel ist, also Frühjahr, also zum Sommer nächstes Jahr, so die beste Form zu erreichen. Okay. Looktechnisch, so die ich jemals hatte. Clubtechnisch? Weil, nicht clubtechnisch, Look vom Look. Ach, Look. Look. Okay. Weil, wenn ich auf Mykonos bin, nächstes Jahr, dann will ich mir halt die Tornados und das Blechdach verbiegen, aber in einer geilen Form, weißt du? Ja. Nicht mit Schwabbelbock, sondern mit schönem Sixpack. Also ich war ja, also ich würde mir da halt auch wirklich einen hinter die Tapete kleistern auf Mykonos. Ja, aber in einer geilen Form. 44er Bizeps. Also richtig die Festplatte löschen. Ein zweites Mal. Der Satz wird besser als der vorher. Der wird besser, Mann. Come on, let's go. Come on, let's go. Eins, zwei, up. Okay, noch 10. Finger weg. Noch 10 Stück. Geht gut. Aber 140 habe ich schon auf 4 Wiederholungen gedrückt oder 5. Das weiß ich auch noch. Hast du es auf Kamera? Habe ich auf Kamera, ja. Im MaxFit mit, nicht MaxFit, im FitX mit 320ern pro Seite. Ist das nochmal ein schwer machen? Sie macht aber 100 Kilo so viel wie geht jetzt, ne? Nee, manchmal ist es bei mir komisch. Achso. Bist du jetzt auf 120 gegangen? Nein, 100. Du hast mich abgelenkt. Es tut mir leid. Nee, manchmal ist es wie bei dir, wobei bei dir war es gerade nicht so, aber bei mir ist oft der zweite mal leichter als der erste. Wobei mein zweiter war auch leichter. Ja, muss ich sehen. Okay, sind wir bereit? Und eins. Zwei, push it. Komm mal, bleib ruhig. Drei, Kontrolle runter. Komm mal, du sollst die Muskeln trainieren. Kontrolle, komm. Ja, oh, diesmal ist besser, komm, diesmal ist besser, komm. Schub durch. Ah, bin ich die Scheiße hoch, sehe ich. Ach, als ob ich dir zu früh in die Hand greife, das mache ich doch nicht. Bam, Alter, cool. Eine Wiederholung mehr. Sauber. Obwohl wir gerade bei sauber sind. Sauber Oktober. Jetzt ist ja November. Sauber Oktober. Monat November bei dir oder nicht? Hab ich verloren. Habe ich schon vorm November verloren. Okay. Den habe ich mir schon verspielt. Den Monat November. Aber wie ist denn das eigentlich? Geschlechtsverkehr dazu? Ganz genau. Ist es ernsthaft? Aber noch, Nee, ich glaube, es ist einfach nur... Nicht selber handeln. Ich glaube, es ist Pornos gucken und halt runterholen. Finde ich gut. Ja. Ich bin dabei übrigens schon. Du bist dabei? Seit 14 Tagen. Das sieht man. Aber es fühlt sich halt einfach gut an, auch mal Disziplin aufzubringen, auf Dinge zu verzichten, sich nicht kurz diesen Dopaminkick abzuholen, sich nicht zu vernebeln, wie du es jahrelang getan hast mit Alkohol, Alter. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie ist es dazu gekommen, dass du dich selber so ruiniert hast? Also, ja, das hat Spaß gemacht. Und das Schlimme ist ja, es ist ja quasi ein Geschäftsmodell geworden, muss man ja so sagen. Dann hat es noch mehr Spaß gemacht. Ja, ja, und wenn man einer mit so einer Scheiße doch noch Geld verdient und dann... Glaubt man, ist der King, das kann schon gefährlich sein, vor allen jungen Jahren. Ja, da muss man aufpassen. Ja, aber ich glaube, du hast mit Nico und Tim ein geiles Marc, Umfeld. Ein super Umfeld, die dich auch mal runterholen, Umfeld, ja. Weil die sind cool, die sind selbstreflektiert und die kritisieren dich auch nicht irgendwelche Lutscher, die immer die ganze Zeit sagen, wie toll du bist. Das kannst du nicht gebrauchen, kann eigentlich niemand gebrauchen. Man braucht Braucht man nicht. Und aber ich finde es schon sehr geil. Wie geht's dir jetzt, nachdem du diese Reise
begonnen hast oder diese Wendung genommen hast? Ja, schon geil. Also körperlich, mental. Was nimmst du aus der Reise mit? Vor allem, ich war immer ein extrem disziplinierter Mensch, weißt du? Ja, wenn du willst, kannst du. Das hast du schon bewiesen. Ja, früher. Das habe ich früher bewiesen, aber das haben dann irgendwie alle vergessen. Deswegen habe ich es nochmal bewiesen. Und ich glaube, du bist doch jemand, der die Extreme liebt. Entweder richtig oder gar nicht. Ja, das stimmt auch. Das deswegen stimmt ist auch deine. Und ich hatte auch immer schwer diese Barriere, weißt du? Es gibt ja Menschen, die können in eine Bar gehen und sagen, ich trinke 3 Gläser und gehe nach Hause. Ja, meine ich doch, richtig oder gar nicht. Also entweder. Ja, bei mir gibt's das nicht. Also ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, wirklich so dabei zu bleiben, was ich mir vorher versprochen habe. Aber das ist nur beim Saufen so, oder? Ist das beim Essen auch so? Weil ich habe das beim Essen jahrelang gehabt. Dieses alles oder nichts, voll fressen, bis nichts mehr geht. Ja, also gerade wenn man viel verzichtet hat nach einer Diät so. Ja. Ich dachte auch am Anfang, ich werde hier wirklich auch weiterhin durchziehen mit selber kochen, aber ich habe mich eigentlich auch schon im Sober Oktober wieder selbst verarscht. Deswegen bin ich bin eher so wirklich der Essens-Typ. Und ich reiß mich jetzt zusammen. Ich schaue wirklich, dass ich mir nicht mehr diese fettige Pasta bestelle. Natürlich. Und auch nicht mehr diese fettige Pizza, sondern ich bin halt kein Veganer, deswegen bestelle ich mir auch gerne immer mal so ein gutes Filet oder ein gutes Entrecote. Mein Geheimtipp, einfach ein vernünftiges Stück Fleisch, nicht paniert. Eine vernünftige Kartoffel oder Kartoffelpüree ohne Sauerrahm. Ja. Aber es gibt noch geile Soßen, die man drüber kippen kann. Und dann ein bisschen Brokkoli gedünstet, nicht in Fett oder Olivenöl oder so. Genau, und wenn du das dann gemacht hast, dann bestellst du dir die Pizza. Wenn du dann noch Bock auf eine hast. So Leute, ich bin im Fitnessstudio mal wieder. Und ich bin auch jetzt weiter motiviert, weil ich sage euch ganz ehrlich, mit 60 Jahren noch so aussehen, das ist einfach, das muss ich sein. Das bringt einen nach vorne. Dankeschön, Lars. Ich kann so nicht arbeiten! Oh, das habe ich nicht mal mitgezählt, der hat mich voll auf ein Konzept gebracht. Ich weiß, ihr seid alle scharf auf den Black Friday. Wir bei ESN haben nicht nur Black Friday, wir haben eine Black Week und zwar vom 19. bis zum 23. Isoclear kommt ein neues, und zwar diese Geschmackssorte. Orange Mango, auch richtig geil. Fresh Cherry bleibt immer mein Favorit, darauf könnt ihr 25% sparen. Crank Pump Pro. Alles Sprays, Vitamin D3, K2 oder auch Sleep Spray, bis zu 50% sparen und auf alle Designerbars einzeln und die Kartons 30% sparen, Leute. Hier würde ich mich auf jeden Fall mit eindecken, ansonsten Proteins, alles ist reduziert. So eine Geschichte wird auf jeden Fall so schnell nicht nochmal kommen. Natürlich mit meinem Code Johannes kriegt ihr den maximalen Rabatt. Sagt euren Freunden Bescheid, eurer Familie, deckt euch ordentlich ein, damit ihr ordentlich spart. Steht unten alles in der Beschreibung und vielen Dank für euren Support. Ja. Hast du manchmal jetzt mal ganz, nein, ich habe keine Also pass auf, man kann es ja so. Ich sag's dir wieso. Es gibt ja verschiedene Perspektiven. Ja. Natürlich hast du auf der einen Seite die Leute, du machst jetzt immer Partys. Am Wochenende gehst du irgendwie weg und machst irgendwelche Partys und trinkst auch den Tornado. Die Leute haben eine coole Zeit mit dir, die freuen sich über dich, du bist der Star und du machst eine gute Party mit denen. Die haben eine schöne Zeit, vergessen ihre Sorgen, vernebeln sich ein bisschen und denen geht's ihnen gut. Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Sache. Ey, ganz aber, ehrlich, aber Verharmlosung von Alkoholkonsum. Der ein oder andere, der vielleicht zu viel trinkt, es cool findet, weil Ron Bilecki macht's auch. Ja, du sagst es, ich will kein Vorbild sein. Du willst kein Vorbild sein. Das sage ich immer wieder. Also ich will einfach mein Ding machen, ich will meinen Spaß haben, ich will die Leute irgendwie zum Lachen bringen. Und ich finde tatsächlich, auch wenn Alkohol am Ende des Tages ein Gift ist, finde ich, Alkohol hat auch Vorteile, ganz klar. Nicht nur Nachteile. Wie gesagt, man hat einfach eine geile Zeit. Es ist so eine, für mich ist auch sowas Soziales, weißt du. Ich bin kein Trinker, der alleine zu Hause trinkt. Okay. Es gibt auch die Leute, die gucken, machen sich Fußball an und trinken ihr Bier zum Runterkommen. So war ich nicht. Ich war immer nur Sozialtrinker. Okay. Also ich gehe irgendwo raus. Wenn man natürlich viel draußen ist, da muss man auch viel trinken, weil man mit vielen Leuten in Kontakt ist. Ja, finde ich ein interessanter Ansatz. Also müssen ist immer eine Sache, weißt du, ich meine, jetzt geht's ja auch, ich sage auch, jetzt mittlerweile... Und wenn wir jetzt zusammen was essen gehen würden, müsstest du wegen mir auch nichts trinken übrigens. Ich finde es total cool, dass du das wirklich mal durchgezogen hast, ganz ehrlich. Ja. Ja, am Ende des Tages gab es auch davor schon vor dem Tornado Biertrinken Trend auch andere Trends. Es gab irgendwelche Trichter-Säufereien. Also ich ganz ehrlich. Auf Malle kriegt man das ja auch immer alles mit. Am Ende des Tages, weißt du, waren wir auch schon in so einer Zeit, wo wir es einfach auch cool fanden und uns selber gerne so mit so einem Tornado oder zwei Tornados und Partyabend begonnen haben. Es war einfach so, man war dann direkt locker. Digga, ein Tornado bin ich durch. Ich trinke eine Flasche Tornado auf Ex. Wer will Johannes mit einem Tornado? Also, wie viel Geld müsstest du mir bezahlen, damit ich das mache, ohne Scheiß? Oh mein Gott, nicht. Was war so dein Maximalumfang, was so Arm angeht? Oh, ich glaube 45. Jetzt ist auch die Frage, war es ein Bovo-Arm, ein Bockwurst-Arm oder war es ein Austrainierter-Arm? Ganz kurz, im Sauber Oktober, die 43 cm haben wir gemessen, früh am Morgen. Ich war nicht auf Pump, oder? Ich war nicht auf Pump. Es war so um 8 Uhr morgens. Apropos 8 Uhr morgens, Sonntag früh, nachdem wir am Samstagabend telefoniert haben,
um 8 Uhr früh in der Story am Joggen. Ron Bielecki, gleiches Gewicht wie ich. Ich sag an sie, mach Schritt, schaffst du auf jeden Fall. Ja, sagst du? Je nachdem, wie sauer du ihn machst. Aber sauber Oktober ist vorbei. Kannst du doch schummeln. Niemals. Ja, warum willst du denn überhaupt ein Gewicht nehmen? Ich dachte, das ist vielleicht. Hast du heute schon gefrühstückt? Hast du was gegessen schon? Was hast du gegessen, Johannes? Reispudding. Mhm. Designer-Way Cinnamon Cereal. Veganes Designer-Protein. Dann Peanut Squeeze obendrauf als Kartoffeln. Also schon 2000 Kalorien. Nee, 1000. Knapp 1000 Zucker. Okay. Oh. Naja, bist du schon ganz schön satt. Wir müssen hier noch weitermachen, Digga. Ja, machen wir. Kapit. Ja, der war geil. Oh ja, der hat geballert. Der war geil. Sehr, der war gut, der war gut. Du bist jetzt keine 18, 19 mehr. Ja. Wir haben ja viele so diese Phase, wo sie auf Milf stehen. Du bist ja auch, wurdest du auch als Milf-Hunter bezeichnet. Ja. Ist es vorbei jetzt? Hast du jetzt mehr Bock auf gleichaltrige Frauen? Es ist noch lange nicht vorbei. Ich brauche da, glaube ich, noch, bis ich... Ich gebe dem Ganzen noch so 10 gute Jahre. Ja, und dann bist du irgendwann auch quasi knapp 40. Dann sind es eigentlich... Na gut, sind immer noch Milf. Warte mal, wenn ich 40 bin, wie alt bist du dann? 54, 55. So. Wir werden das Ganze noch mal genau hier an diesem... Digga, ich bin am Start. Solange ich noch lebe, bin ich am Start, Mann. Ja? Ja, Mann. Bevor es zum Formcheck geht, mal gucken, wie schwer du bist. Ich schätze 92, 91 oder sowas. Wie groß bist du? 86. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sagt so, ja, siehst du? 90, 500, ne? 90, irgendwas? Ja, sagen wir mal, ohne den Sachen hier 91, klar. Ist doch gut, oder? Wichtig ist, wie es sich anfühlt für dich. Das ist immer das Wichtigste. Put your shirt off. Ja. Put your shirt off. Ja, gut, du kannst ja mal ein paar Posen machen. Ja. So, das ist schon, es ist niedlich. Ne? Man sieht so ein bisschen Schwimmring. So, den hast du immer mit dabei. Geht es nicht unter. Aber guck mal. Also bitte schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr die Figur findet. Ohne das irgendwie zu bewerten. So, ist das ein Körper, den ihr cool findet? Ist es vielleicht zu dick oder... Man sieht ein Fourpack auf jeden Fall. Man sieht auch die seitlichen Bauchmuskeln, man sieht Schulter, Arme, Brust. Das sind ja die wichtigsten Vorzeigemuskeln. Und jetzt zeig mal von hinten, massiver Rücken. Machen wir eine Doppelbizeps, wir gucken mal, ob du auf die Bühne kannst. Jetzt for real, Leute. Also er hätte definitiv Potenzial, egal ob Men's Physik oder Bodybuilding, wenn er mal wirklich durchziehen würde. Und am Ende des Tages liegt es halt daran. Es scheitert bei den meisten am Tun. Ich bin super happy, dass du diese Transformation jetzt machst. Ich bin mega gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich möchte dir als Vater oder als Freund oder als Kumpel würde ich sagen, das ist eine 8,5 von 10. Ohne Scheiß. Herzlichen Dank. Ist ein cooler Body, kann man doch nicht anders sagen. Könnt ihr gerne bewerten. Ich finde es immer schwierig, so mit Zahlen zu bewerten, weil viele können damit auch nicht umgehen. Ja. So, am Ende ist nur wichtig, dass du mit deinem Body zufrieden bist. Und das bist du offensichtlich. Cool, und wenn er damit Leute anstecken kann, Sport zu machen, sich besser zu ernähren, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ron hat Spaß gemacht, aber wir trainieren jetzt natürlich noch weiter, ne? Ja, also ey, viel Spaß dir, wirklich. Ja. nee, diesmal nicht. Danke für euren Support, Leute. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Ich glaube, du hast auch gevloggt, ne? Könnt ihr ja bei ihm auf dem Kanal gucken. Ihr könnt ja crossen. Ihr könnt ja da gucken und ihr könnt ja hier gucken. Ja. Oder ihr könnt hier gucken und ihr könnt da gucken. Oder ihr guckt beides gleichzeitig. Auch eine Idee. Zur gleichen Zeit starten. Hier gibt's nur die besten Tipps. Oder... Ihr guckt einfach gar nicht. Ihr sauft euch richtig rein und guckt einfach gar nicht. Dicker. Ich bin bereit, Alter. Komm.